Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen My Little Box. Ja, ich habe auch diesen Monat wieder eine neue My Little Box für euch und zwar die von November und das Motto lautet diesen Monat Sunday. Ja, ich bin auch schon ganz gespannt, was sich hinter diesem Motto Sunday verbirgt. Ich habe noch nicht reingeschaut. Das Einzige, was mir schon entgegenkam, als ich den Karton geöffnet habe, war ein Kärtchen. Und das möchte ich euch kurz vorlesen. Es steht drauf, gib den Code MARYBOX ein. Ich werde ihn auch nochmal unten mit verlinken. In der Infobox könnt ihr reinschauen, um die erste Box für nur 14,50 Euro anstatt 17,50 Euro zu bekommen. Ja, ihr könnt, also wie gesagt, hier steht auch noch, schneide dann diesen Gutschein ab und lege ihn unter den Tannenbaum. Das heißt, hier vorne ist nochmal so ein Kärtchen mit aufgedruckt, das könnt ihr ausschneiden, falls ihr natürlich diese Box verschenken wollt. Das heißt, ihr könnt nochmal eine Box oder ein Abo verschenken und bei der ersten Bestellung bekommt ihr halt diese 3 Euro Rabatt. Die habt ihr letzten Monat auch schon bekommen, da ging das über meinen Code und das würde diesen Monat natürlich auch gehen. Auf gar keinen Fall ist das nicht irgendwie aktuell oder so. Aber es gibt halt auch diesen Monat von My Little Box nochmal denselben Code. Also 3 Euro spart ihr mit diesem Code oder halt auch mit meinem. Ja, wünsche euch viel Spaß, falls ihr es verschenken wollt. Ich finde immer, so eine Box ist immer etwas, ja, ich finde immer, das kommt gut an, ne? Es ist ein bisschen persönlicher und derjenige, der sie dann bekommt, kann sich halt auch immer überraschen lassen. Und ich finde, so eine Überraschung ist schon schön, wenn man es auspackt unterm Tannenbaum und wenn man dann vielleicht ein Jahresabo abschließt oder so und derjenige hat jeden Monat eine Überraschung. Also ich finde es toll, ich würde mich drüber freuen. So, jetzt machen wir erstmal die Box auf und ich bin auch schon ganz gespannt, was drin ist. So sieht sie diesen Monat aus. Sie hat eine weiße Schleife und es liegt auch wieder ein Kärtchen oben drauf. Ich schaue gleich mal auf das Kärtchen, ob das irgendwas Besonderes ist. Ihr wisst ja, dass ich diese Kärtchen immer sammle und Femme Fatale, La Femme Fatale steht drauf. Es ist jedenfalls eine große Teetasse abgebildet mit einer Beauty Lady drin, die da drin badet. Und ich hebe diese Karten wirklich immer auf. Also ich habe letztens auch schon mal bei den Verlosungen so ein Kärtchen mit beigelegt und habe dann was draufgeschrieben. Derjenige, der es bekommen hat, weiß es. Und ich mag es immer. Also ich hebe die immer auf. Wie gesagt, ich finde immer eine Verwendung dafür, sie irgendwo dran zu machen. Ja, jetzt schauen wir mal. Wir haben also wie immer wieder den Beutel drin liegen. Also ist dieser hier diesen Monat in blau gehalten. Die Box ist ja generell hier auch in blau gehalten und Turnübung, ne? Ein bisschen Sport und blau angezogen und so ist auch dieser Beutel gehalten. Und ich fange mal mit dem ersten Produkt an, was mir hier entgegenkommt. Ich suche gleich mal die Kärtchen raus. Und zwar habe ich eine Bodylotion oder eine Bodylotion von der Firma Mixer. Ich selber habe noch nichts von der Firma Mixer. Ich habe sie nur schon gesehen und war auch schon mal so drauf und dran zuzugreifen. Ich wollte mich aber erstmal informieren, wer oder was ist überhaupt die Firma Mixer jetzt. Auf alle Fälle steht hier oben drauf beruhigende Bodylotion und zwar zieht schnell ein, ohne Parabene, ohne Parfüm, mit Hafermilch, lindert und pflegt trockene und empfindliche Haut. Ich schaue mal, ob da noch was draufsteht. Und zwar, Mixer wurde von Dr. Roger, einem französischen Apotheker, gegründet mit viel Erfahrung in der Anfertigung hochwertiger Formeln. Und der Inspiration aus der traditionellen Kräuterheilkunde entwickelte er abgestimmte Produkte für empfindliche Haut. Okay, das wusste ich noch nicht. Das ist also, wie gesagt, eine Bodylotion, 250 Milliliter. Da freue ich mich natürlich drauf. Und wir schauen auch gleich mal auf das Kärtchen, ob da eventuell noch irgendwas dazu steht. Vielleicht Preise oder. Ja, also ich finde es gut. Ich mag das. Ihr wisst ja, ich bin eh ein Fan von Handcremes und Bodylotions. Und von daher freue ich mich natürlich immer. Ja, dann liegt hier noch drauf 13 Gramm pures Glück. Ach, 13 Gramm pures Glück. Ich nehme mal an, dass es ein Stückchen Schokolade ist. Es ist ja eine Sonntagsbox. Es ist also eine Wohlfühlbox am Sonntag. Ihr wisst, ich mache auch sonntags immer wahnsinnig gerne Maskenvideos oder überhaupt Masken. Und das ist natürlich super, ne? Sich hinlegen, Maske auftragen oder sich irgendwie verwöhnen. Stückchen Schokolade sag ich natürlich auch nicht nein, ne? Also Stückchen Schokolade lag auch oben drauf. Finde ich natürlich total niedlich. So, dann haben wir hier eine knackige Wurst, Kickstempel. Ah, wir haben hier eine Packung mit Kickstempeln drin. Ich mache die gleich mal auf. Ach, die ist wieder zugeklebt. Ich schneide sie mal eben auf. So, meine Lieben, ich habe sie mal eben aufgemacht. Wie gesagt, ich habe ja noch nicht reingeschaut. Es sind Stempel hier drin. Und zwar zeige ich euch das mal. So sieht es aus in der Box. Hier haben wir zum Beispiel Buchstaben, bin ich der Meinung, ne? Ist das das gesamte Alphabet?
Auf alle Fälle sind hier Buchstaben drauf. Das könnt ihr vielleicht so in der Kamera nicht sehen, aber auf alle Fälle kann man das ja gut auf diese Mürbeteig-Kekse oder diese Shortbreads. Kennt ihr diese schottische Mürbeteig-Kekse? Shortbreads, die haben ja auch oben immer solche Löcher drin. Normalerweise macht man das mit der Gabel, aber da kann man zum Beispiel auch diese Buchstaben für verwenden. Man könnte jetzt auch sogar etwas zusammensetzen und die einzelnen Buchstaben hier abknicken und das dann immer so reindrücken in den Keks und dann halt backen und dann habt ihr vielleicht irgendwie was draufgeschrieben wie Love oder was weiß ich. Dann könnt ihr euch ja aussuchen. Auf alle Fälle ist das ein Keksstempel. Ich schaue mal eben, was hier noch in der Box geschrieben steht. Und zwar nehme ich dazu hier meine Lampe. Ja, sandige Buttercookies, genau das meinte ich, ne? Also diese sandigen Butterkekse oder Sandkekse oder Mürbeteigkekse, Shortbreads, wie man sie nennen möchte, ne? Und dafür ist hier ein Rezept mit abgebildet, was man dafür nehmen muss, finde ich okay. Ich gehe meistens immer ins Internet, ne? Macht ihr das auch? Ich suche mir das dann immer raus. Genau diese Shortbreads, das habe ich mir auch mal rausgesucht. Und hier ist halt ein Rezept für Ellens sandige Buttercookies. Vom gesamten MLB-Team getestet und für gut befunden. Die angegebene Menge reicht für etwa 5 Cookies, aber vorsichtig, Suchtgefahr. Okay, Cookies haben immer Suchtgefahr, finde ich, ne? Aber auf alle Fälle, wie gesagt, ist sie. Ach, jetzt weiß ich, wozu das ist, ne? Augen auf, okay? Ich versuche mal damit ranzukommen an die Kamera, damit ihr sehen könnt, was damit gemeint ist mit der Schiene. Und zwar sieht das Ganze so aus. Das heißt, man steckt die Buchstaben nämlich in diese Schiene da rein und dann kann man in dem Moment das schön aufdrücken. Ja, das habe ich eben nicht gewusst. Also das ist die Schiene. Hier habt ihr die einzelnen Buchstaben. Dann macht ihr euch immer das fertig, was ihr braucht und auch so lange, wie ihr es braucht. Und dann könnt, ist es praktisch der Stempel, ne? Stempel und das hier sind die kleinen Buchstaben dazu. Finde ich richtig cool. Habe ich noch nie gesehen. Also ich muss sagen, finde ich richtig witzig. Also ich habe sowas noch nicht und ich denke mal, dass ich Weihnachten, wenn ich dann Kekse backe oder wenn ich noch mal diese Shortbreads mache zum Beispiel, dass ich es ausprobieren werde und vielleicht habe ich ja auch Lust, euch mal daran teilzuhaben. Mal gucken, ob ich Lust dazu habe, die Kamera anzumachen. Auf alle Fälle finde ich das eine super Idee. Also ich finde es gut. Ihr wisst genau, ich mag es immer, dass die My Little Box nicht nur aus Beauty besteht. Ich finde es auch mal toll, dass da andere Produkte mit drin sind. Ja, und hier ist was ganz süß in Schleifchen eingewickelt und zwar ein Kuschel dich ein. Und es ist ein Mikrofaser-Turban. Ach Gottchen, das ist ja süß. Ich mach mal auf. Turban nach dem Haarewaschen gehe ich mal von aus. Ich habe so einen noch nicht. Ich habe die schon viele Jahre beobachtet bei, ich glaube, bei QVC. Die hatten sowas auch. Schaut mal, genau sowas ist das. Das ist so ein riesen Turban. Da macht man sich ja die Haare so über Kopf rein, ne? Und dann kann man sich das so hochdrehen. Und am Ende hier mit so einem elastischen Gummiband, das ist also nicht nur so ein Bändchen, sondern so ein Gummiband einhängen und dann habt ihr hier, ich mache das heute mal nicht, sonst ist ja meine ganze Frisur wieder hin. Auf alle Fälle könnt ihr das hier oben einhängen und dann habt ihr praktisch diesen Turban, ne? Und eure nassen Haare rein und das finde ich natürlich auch, das ist ja süß. Sunday Morning, liest mal, ja, ich gehe mal von aus, ne? So könnt ihr das ganz gut erkennen. Da steht Sunday Morning drauf und das finde ich immer süß. Das sind immer so die kleinen Feinheiten, ne, was ich immer meine. Nicht nur einfach ein Turban jetzt irgendwo gekauft, sondern auch noch wie das Motto auf der Box, Sunday. Und hier ist Sunday Morning drauf und das finde ich cool. Also das Ding werde ich mal ausprobieren. Denn ich bin auch immer mal so ein bisschen faul, immer so gleich die Haare zu machen. Ich creme mich immer erst ein, damit die Haut nicht so austrocknet, ne? Und dann mache ich immer erst meine Haare. Das ist natürlich auch eine gute Idee. So, trocknet tropfnasse Haare im Handumdrehen und hält nervige Strähnen aus dem Gesicht. Genau. Während du die neuesten Schlammmasken ausprobierst, das könnten wir auch machen, ne? Wenn ich meine Haare aus dem Gesicht haben will, könnte ich den Turban. Ich habe ja schon mal ein Video mit dem Turban gemacht, wisst ihr das noch? Letztes Jahr und zwar bei der L'Oreal-Neuheit und zwar ging es doch da um Konturieren und bla bla bla, ne? Als Creme, Rouge und sowas alles. Auf alle Fälle finde ich das echt cool. Ich werde das ausprobieren und mal gucken, vielleicht habe ich irgendwann Lust und setze mich hier dann wirklich vor die Kamera mit dem Turban und dann können wir uns das mal angucken. Also ich finde es klasse, ne? Ich kenne die Dinger, ich weiß, dass gerade Mikrofaser gut die Feuchtigkeit aus den Haaren aussaugt und vor allen Dingen, man soll sie ja auch nicht rubbeln, ne? Man soll Haare nicht rubbeln, sonst macht man ja oder provoziert man Haarspliss und solche Sachen, ne? So, ich hole das mal raus, was hier drin ist. Oh, cool.
von The Body Shop ist was mit dabei. Wie gesagt, die Beutelchen finde ich immer klasse. Mir ist übrigens letztens eingefallen, was man damit machen kann. Wenn man jetzt die Box länger wie ein Jahr hat oder man hat sie schon 2 Jahre und man hat vielleicht 24 Stück voll, dann kann man nämlich, weil ich habe heute Morgen gerade was gesehen, Adventskalender selber basteln, ne? Und dann könnte man lauter diese Säckchen hier aufheben und könnte die von mir aus auch vorne noch mit irgendwas besticken oder bekleben oder keine Ahnung. Oder man macht nur die Nummer, also die Zahl drauf, und dann könnte man aus diesen Säckchen lauter kleine Adventssäckchen machen. Ne? Also ich finde das gut. Das ging mir heute Morgen so durch den Kopf, weil die da im Fernsehen irgendwas gebastelt haben aus Toilettenrollen und sowas. Und auch so kleine Säckchen, also Tütchen aus Papier. Und da fiel mir ein, Mensch, ich habe doch diese Säckchen, ich werde die mal alle sammeln. Und wenn ich mal 24 Stück voll habe, dann können wir vielleicht mal nächstes Jahr gucken, ob man da nicht was draus basteln kann. So, ich habe jetzt hier zweimal Kärtchen von dem Produkt, was dabei ist. Ich schaue gleich mal. Ich gucke mal aufs Kärtchen drauf. Einmal haben wir die Mixer Body Lotion, genau. Das war diese hier. Ich schaue mal eben, was hier steht. Und zwar ist das eine beruhigende Body Lotion mit Hafermilch und 250 Milliliter Kosten für trockene und empfindliche Haut. Ne? Das ist diese hier. Die kostet 3,95. Ja, ich bin der Meinung, die bei DM mal gesehen zu haben. Ne? Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich glaube, bei DM ist mir es über den Weg gelaufen. Ja, 3,95. Also ich freue mich schon drauf. Auf alle Fälle steht hier, dass es eine französische Marke ist. Es ist wirksam und hochverträgliche Produkte stellen die also her für die empfindliche Haut. Und die Geschichte begann in Paris und bla bla bla. Also wie gesagt, ich finde das sehr schön. Ich werde sie ausprobieren und da freue ich mich schon drauf. Hier haben wir noch auf dem Kärtchen etwas anderes abgebildet. Und zwar dieses hier, diese kleine Plastikdose hier. Ich gucke mal eben, was das ist. Und zwar ist das eine ultra pflegende Gesichtsmaske. Oh, cool. Schon wieder eine Gesichtsmaske. Ja, Masken können wir genug machen, Mädels, ne? Und zwar steht hier, ultra pflegende Gesichtsmaske, mische eine halbe Tasse Pulver. Ist das Pulver? Ich gucke mal eben rein. Tatsache, das ist ungefähr halb gefüllt mit Pulver oder drei Viertel, kann ich jetzt nicht ganz so genau erkennen. Auf alle Fälle Pulver mit 3 Tassen Wasser. Vermische die Zutaten, circa 8 Minuten einwirken lassen und anschließend wieder abwaschen. Okay. Also ein Tipp nochmal, wenn du während der Einwirkzeit dein Gesicht massierst, dann wirkt es noch besser. Puder bitte nicht einatmen, genau. Nein, aber das ist natürlich eine coole Sache. Ich glaube, das probieren wir mal aus. Das haben wir noch nicht gehabt, ne? Was ich erst auch mal anrühren muss, macht aber nichts, finde ich gut. Ich werde mal schauen, wie viel man davon ungefähr braucht mit dem Wasser, aber das ist eine Maske, die interessiert mich. Ich werde was dazu rausfinden noch und werde es euch dann bei der Maske erzählen, was das für ein Puder ist, und dann können wir die gerne mal ausprobieren. So, und dann habe ich hier Frosted Plum, The Body Shop, und zwar eine Body Butter. Oh cool, ich wollte schon immer mal was von The Body Butter haben. Von The Body Shop haben. Ich habe ja die Maske euch vorgestellt und dann habe ich schon immer so gedacht, oh, so eine Body Butter, ne? Von The Body Shop würde ich auch noch mal gerne austesten. Und das hier sind im Übrigen, Moment, 50 Milliliter bin ich der Meinung. Ja, 50 Milliliter. Und 50 Milliliter von der Body Butter kosten 6 Euro. Ja, bin ich der Meinung, ne? Frosted Berry and Plum. Ja, es kostet aber 6 Euro. Also 6 Euro, das sind wahrscheinlich so kleine Probierdöschen, dass man also sich vielleicht von jeder Sorte was bestellen kann und nicht gleich so einen großen Topf dann zu Hause hat. Und ja, die einzigartige buttrige Konsistenz schmilzt zart auf deiner Haut, während naturinspirierte Inhaltsstoffe für eine optimale Pflege sorgen und dabei so lecker riechen, dass man aufpassen muss, nicht aus Versehen reinzubeißen. Ja, Body Butter mag ich eigentlich ganz gerne. Hier steht mit Chia Butter aus Ghana, organischen Olivenöl aus Italien, Hanfsamenöl aus England oder, je nachdem, um was es sich handelt, kann es auch eine Aloe Vera aus Guatemala sein. Oh, das finde ich aber sehr schön. Ach, im Übrigen 100% tierfreundlich. Ja, die machen ja auch keine Tierversuche, ne, von The Body Shop. Finde ich auch sehr schön. Und ich gucke jetzt gerade mal, wie das duftet. Wir werden das einfach mal ausprobieren. Oh, kommt mir schon leicht verrutscht entgegen, aber die macht nichts. Also die ist... die riecht aber gut. Die ist, lecker. Schaut mal. Ach, ich mag Body Butter echt wirklich gerne. Und ich werde die jetzt mal auftragen. Und wir schauen gleich mal, wie die sich so
auf der Hand macht. Da bin ich echt mal gespannt. Ist ja auch genau die richtige Jahreszeit im Moment, ne? Habe ich euch nicht erst erzählt, dass ich so furchtbar trockene Hände auch habe? Ich habe jetzt erstmal mein Pensum hier an Wasser wieder gesteigert, ne? Das geht überhaupt nicht. Man trinkt ja im Winter viel zu wenig und deswegen bin ich echt mal gespannt. Aber auf die Bodybutter werde ich trotzdem nicht verzichten. Oh, die ist schön. Habt ihr schon mal von The Body Shop eine Bodybutter gehabt? Also ich noch nicht. Muss aber sagen, es fühlt sich ja richtig gut an. Richtig gut. Haut glänzt schön, falls ihr das erkennen könnt, auf beiden Seiten. Also es ist ein schöner Glanz auf der Haut und schönes, sattes, genährtes Hautbild. Und finde ich schön. Ich werde euch mal berichten, was so der Dauertest macht, ob die es auch lange durchhält. Weil ich habe auch eine Bodybutter von Asams und die finde ich auch sehr schön. Aber an den Händen ist es manchmal so, dass wenn sie dann eingezogen ist, nach einer halben Stunde habe ich manchmal das Gefühl, dass mir eine Bodybutter gar nicht so viel Feuchtigkeit gibt. Ne? Da muss ich ja mal gucken, ob ich nicht lieber das nehme wie von Aveen letztens. Oh, das ist ein Traum. Leute, aus dem Aveen-Video die Bodymilch für die ganze Familie. Ne? Die Trixera heißt sie ja, glaube ich. Ich habe die jetzt schon zweimal benutzt nach dem Duschen. Ist der Hammer. Ist der Hammer. Lasst euch eine Probe geben. Probiert es mal aus. Die kaufe ich mir wieder nach. Das ist eine tolle Bodymilch. Und die spendet ganz viel Feuchtigkeit. Und auch über den ganzen Tag und auch noch am nächsten Tag. Und manchmal habe ich eine Bodybutter. Die kann das nicht. Das ist zwar eine Butter, aber ich habe immer das Gefühl, hinterher manchmal, ja, aber so richtig Feuchtigkeit spendet die mir nicht, weil es vielleicht mehr so eine buttrige Konsistenz ist mit Shea Butter und so, ne? Und das ist bei mir nicht immer gesagt, dass es dann auch super gut für die Haut ist. Im Sommer oftmals eher noch wie im Winter. Aber naja, wir werden einfach mal schauen. Ich finde auf alle Fälle das Design der Dose auch mega schön, ist richtig süß. Und ich werde sie trotzdem gerne ausprobieren. Und wie gesagt, die Haut schimmert schön, also mit Feuchtigkeit durchflutet. Jetzt ist natürlich blöd, ich hätte vielleicht die auch mal auftragen können, aber das werden wir noch mal irgendwann anderes machen. Auf alle Fälle fand ich die Box toll. Also wir haben eine Bodybutter, wir haben eine Maske mit drin, wir haben eine Körperlotion, wir haben den Turban und wir haben den Kekstempel passend zur Weihnachtszeit. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Nee, eigentlich müsste es das sein. Also Kekstempel, der Turban, also den Turban finde ich richtig schön. Die sind auch nie günstig, ne? Ich habe mal geschaut damals, wenn man so einen Turban haben möchte, da wollten die für so einen einzelnen Turban bei QVC, glaube ich, schon 20 Euro haben oder so, ne? Also wie gesagt, die sind nicht günstig. Also ich schaue mal gerade hier, ob hier noch irgendetwas steht zu dem Turban. Nein, der ist jetzt direkt von My Little Box auch und deswegen steht da ja auch Sunday Morning drauf. Und ja, wie gesagt, ich finde die Box wieder sehr schön und ich freue mich auch schon auf die nächste Box wieder. Ich freue mich immer auf jede Box, muss ich mal dazu sagen, aber die My Little Box doch immer ganz besonders, weil das immer so ein gesundes Verhältnis, so eine Mischung ist aus ein bisschen Beauty und so ein bisschen Lifestyle und Accessoire und in diesem Fall der Keksbackstempel, den finde ich auch toll. Ja, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zu sehen, was in der Box ist. Denkt bitte an den Rabattcode, egal ob ihr nun meinen nehmt. Ich schreibe den unten auch wieder mit rein. Da bekommt ihr auch immer auf eure erste Bestellung, auf die erste Box 3 Euro Rabatt. Aber diesen Monat bietet halt My Little Box auch nochmal so einen eigenen Code an, also Mary Box. Und da bekommt ihr auch 3 Euro Rabatt. Im Prinzip ist es egal, welchen ihr anwendet. Ja, also vielen Dank und dann sehen wir uns zu meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, liebe Grüße von mir. Macht's gut, tschüss.